Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA 17 im Karrieremodus mit Würzburg und mir, dem Trainer MG Muss mit. So, wir müssen ein paar Tage simulieren, um trainieren zu können. Unsere Jugend natürlich. Alle simulieren. So. Passt auf alle Fälle schon mal. Kann man schon mal gebrauchen. Und ja, mal gucken. Wir können eigentlich beide schon mal ziehen. Ah, okay. Die Finanzspritze ist angekommen. Das ist schon mal gut. Dadurch habe ich das Ziel erreicht. In Gottes Namen. Dann sitzt mir das nicht mehr im Genick. Ohne Scheiß. Wir merken uns 44,4 Millionen ziehen wir am Ende der Saison einfach mal ab. Und dann sehen wir mal, wie viel das wir hatten. Ich will einfach nur Ruhe haben von dem jetzt erstmal. Ist zwar ein bisschen geschönt. Ja, ist klar. Aber ohne Scheiß, immer so im Gedanken so, oh, ich bin da noch rot, ich bin da noch rot. Das ist schon irgendwo belastend, muss ich echt sagen. Und das nimmt mir auch ein bisschen den Spielreiz. So, eine Nationaltrainerstelle. Ablehnen, bestätigen, vielen Dank. Eine Pressekonferenz, da nehmen wir teil. Wir motivieren unsere Jungs nochmal. Und ja gut, die Ertragsverlängerung hatten wir schon gestern. So. Ja, gegen Union Berlin dürfen wir spielen. Wo sind die in der Tabelle? Union Berlin sind 13. Wir sind auf den 10. abgerutscht. Jetzt dürfen wir da mal wieder Gas geben, mal einen Sieg wiederholen. 9 Unentschieden haben wir mittlerweile. Das ist ja nicht mehr normal, was wir unentschieden haben. Also, ja, wäre es mal an der Zeit wieder für einen Sieg. Ja, wir sind daheim. Hoffentlich rentiert es sich ein bisschen. Uno momento. Meinen Innenverteidiger Uzalek, den bringe ich für Pisot. Und so spielen wir dann heute. Hoffen wir mal, dass das was wird und wir da ja was reißen können, so ein bisschen was. So, Freistöße trainieren will ich jetzt nicht wirklich, sondern normal spielen. Das ist einfach mal schon mal angesagt. So, Anstoß haben wir im heimischen Stadion. Das haben wir schon mal gerne. So, Sicherheit ausstrahlen. In all unseren Taten. So, wo gehen wir lang? Da ist ein Plätzchen. Oh, schöne Chance. Leider nur an dem Pfosten. Und der Gegner schon gelb vorbelastet. Kessel kriegt da was ab. So, Kopfballduell. Nicht ganz. Ja, ups, nochmal zurück mit dem Ding. Na, schade. Der kam nicht ganz so, wie ich den gehabt hätte. Pff, natürlich. Der wird dann immer nur so geklärt, dass er der Gegner bekommt. Ah, shit. So nicht. Ich habe auch in der Pause jetzt zwischen den zwei Aufnahmen ein bisschen die Rollen verteilt. In der Mitte wird energisch abgefangen. Wird zumindest probiert. Ja, Soriano darf ein bisschen ja, mehr zentral stehen und ein bisschen ja, Unruhe stiften, vor allem in der Abwehr. Und ja, das war es dann eigentlich so ziemlich. Für Weihrauch habe ich, glaube ich, auch irgendwas festgelegt. Ich weiß aber nicht mehr was. Oh, schön. Ah, wo geht denn der hin? Naja. Egal. Kopfballduell. Oh, gewinnen wir nicht. Boah, okay. Berlin kommen wieder mit ganz großen Schritten auf unser Tor zu. Oder auch nicht. Lass mal. Oh. Abstoß. Alles ganz easy. 15 Minuten erst gespielt. Oh, da läuft er durch. Schade. Kommen wir nicht mit.
Kommen wir nicht rein. Ey, da kommt der Konter gezogen. Aber da stehen wir richtig. Soriano rennt da durch. Oh, Flanke. Oh, schade. Schöner Versuch. Das gibt's nicht. So. Sauber, schön schon mal dran, aber hilft mir nichts. So, weg damit. So, Soriano läuft da ein bisschen. Oh, come on. Aber aufs Laufduell wollte ich mich eigentlich nicht einlassen. So. Schön durchgesteckt, aber der Verteidiger ist auch nochmal da. Ja, genau, faul mich noch mehr. Eieiei, haut mich da um. So ungefähr. Ah, schade. Natürlich, die Verteidigung ist dran von Union. Sauber. Ah, so aber nicht. Ich musste halt den Ball weitergeben. Ah. Na, der kommt nicht durch. War klar. Im Moment, wenn man verzweifeln kann, wenn man einfach nicht durchkommen will. Oh, passt. Ja, genau, er kriegt ein Easy. So, kommen wir auch hin. So ist nicht. Bisschen dran sind wir. Aber bis jetzt. Oh, da prallen wir. Ja, komm. Es war ein Aus Versehen. Da kann man ja mal zusammenprallen. Da hat keiner hingeguckt. Man kann es auch gleich mal übertreiben. Mal ruhig machen. Platz suchen. Mal ein bisschen Ruhe suchen. Und dann. Ja. Ich krieg den Pass nicht rüber. Okay. Ist einfach mal so. Ja, und der läuft einfach nur davon, oder wie? So, meiner. Ja, nimm ich noch mehr mit. Und dann reißt er mich um. Ist klar, weil ich durch gewesen wäre. Da kann er mich aber auch gut wegreißen. Wieder so eine blöde Freistoßsituation. Oh, mit ein bisschen mehr Wumms. Na, dann kommt von vorne natürlich auch einer. Dann mache ich nichts und da war ich zu weit weg für die Grätsche. Ja, passt. 0-0 wieder zur Halbzeit. Jetzt, das gibt's nicht. So lange jetzt schon torlos. Jetzt muss aber mal wieder eins her. So, denkt sich Berlin wohl auch. Jetzt muss mal endlich ein Tor her. Oh, mal gemütlich hinterher traben. Uff, ja klar, er dreht sich einfach nur. Der geht ins Aus.
Boah, da ist aber viel Platz. Boah. Come on. Ecke. Für Union. Da ist keiner. Deswegen ist er einfach nur verwirrt. Ja, komm. Es sind so Situationen, wo ich nicht weiß, wohin mit dem Ball. Und dann komme ich auch, aber auch ums Verrecken nicht hinten raus. Und dann verlieren wir halt wieder so ein, oder kriegen wir halt wieder so ein blödes Tor rein. Ja, komm. Das ist zum Mäusemelken, ohne Witz. Aber wo stehst du bitte? War ja schon wieder zum Scheitern verurteilt. Der kommt nicht. Klar, die sind schneller als ich. Setz dich noch mehr durch. Oh, mal einen Schuss abgesetzt. Besser als gar nichts. Sonst komme ich ja nicht zum Schießen. Reingehen tut er ja sowieso nicht. Ja, wie schnell sind denn die bitte? Die sind schneller als ich. Wie geht das bitte? Und umso viel schneller. Ja, komm. War so klar. Ja, schön herausgespielt. Ich weiß halt ums Verrecken nicht, wo bei mir immer die Lücken herkommen. Ich hätte da jetzt nichts großartig auseinandergerissen. Aber trotzdem ist da die Lücke vorm Herrn. Ja, da. Die stehen kompakt. Da kriege ich ums Verrecken keine Lücke rein. Ich muss mich immer klein, klein hier durchspielen. Na komm! Egal was ich mache, da steht immer einer und ja, versaut mir das. Und da ist schon wieder einer, der tausendmal schneller ist als meine Spieler. Boah! Dann kommt da so ein Kopfball. Ecke. Ja, Ecke kommt. Boah, klar. Schön rausgeköpft, aber helfen tut's mir nichts. Man macht den halt ein bisschen weiter. Wenn man nicht gebrauchen kann, dass man weit braucht, ey. Kriegst du nicht. Ja, ich muss krabbeln am Boden sitzen. Weil er ja gegrätscht hat. Ein bisschen unlogisch, aber naja. Ja. Oh. Grätsche kommt zumindest. Ich habe die Einwechslung vergessen. Hey, klar. Kommt ja mal im Eifer des Gefechtes vor. Dass man da nicht unbedingt dran denkt. Vor allem, wenn man so pisst ist, wie ich gerade einfach. Momentan geht gar nichts. Lass mich vorbei hier.
Ja, und dann wird er dahinter geworfen. Mann, mich interessiert nicht, was hier eingewechselt wird. Ich weiß, was eingewechselt wird. Na oh, komm, den können sie wieder klären. Und dann wird mir der Spieler gewechselt. Wenn er eh nicht klappt, der Pass. Dann wäre es wohl sinnvoller, wenn der Spieler, der näher am Ball ist, noch. Ja, komm, nimm den halt an. Ja, drückst dich noch mehr durch. Ist klar, Junge. Ah. Liegt dann halt noch weniger vor. Nicht den kurzen! Der steht 1 Meter weg! Es war ein Vollgaspass, wohlgemerkt. Oder gut aufgeladen. Der kriegt den beim besten Willen normal nicht. Ohne Scheiß. Mich nervt es, ohne Witz. Stell unbedingt schwieriger. Es ist viel zu einfach. Ist klar, Leute. Nee, ist schon klar. Ich habe zu sehr dominiert, wie ich das andere eingestellt hatte, ist klar. Nee, aber ich gehe schon richtig an die Sache ran. Ich versuche da schon das Level zu finden, aber momentan finde ich, es ist zu hoch. Und wenn ich wieder einen Ticken runterstelle, dann ist wieder zu leicht. Also du kriegst da kein Mittelmaß hin. Naja, egal. Hauptsache, wir bleiben irgendwo im Mittelmaß von der Tabelle. Dann ist alles gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen auch wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.